Und damit willkommen zurück zur Let's Play Live Show zu The Evil Within, dem ersten DLC. Wir spielen weiter und genau, wir spielen weiter. Da, wo wir gestern aufgehört haben, geht's jetzt spannend weiter. Ja, die liebe Inge ist ja immer noch unterwegs. Wir sind immer noch auf Kapitel 1 im Übrigen. Ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel das erste DLC hat. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Prost zusammen. Hasta la vista, Baby. Hey. So. Ja, hier ist auch ein Live-Zuschauer übrigens. Mein Guest-Star heute. Oh. Snowball ist auch wieder da. Wo ist er denn? Huch, da. Hey, Mizi, Mizi, Mizi. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach ja, hier, stimmt ja. So, hallo HSV-Fan und Prost. Schön, dass du eingeschaltet hast. Willkommen zur Let's Play Live Show. Wir spielen weiter das DLC von Evil Within. Und ich weiß gar nicht mehr, wo... War das jetzt hier richtig? Hallo? Ach nee, Quatsch, wir sind ja hier rausgekommen, stimmt ja. Genau, wir müssen jetzt quasi wieder die Treppe zurück. Nein, ich will nicht werfen. Ich nehme die Flasche mal obligatorisch mit, um mal zu schauen, wo wir jetzt hinkommen. Und ist es verdächtig ruhig? Ach ja, wir haben ja jetzt unsere ID wieder erstellt, quasi. Ihr erinnert euch noch? Wir können jetzt quasi wieder unsere Hand aufs Touchpad legen und dann die Tür öffnen. Und schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Kidman hat immer noch ihre Rotweinflasche mit. Und wir müssen ja immer noch Leslie finden. Und das sieht mir verdächtig danach aus, als könnten wir uns hier, ja, sehr häufig verstecken. Und das Spiel speichert, das ist schon mal super. Automatik Save. Gizmo legt sich auch hin, sehe ich gerade. Und... Ah, jetzt sind wir hier. Wunderbar. So, dann gucken wir mal, was wir hier so alles finden. Und da ist wieder ein Tresorkopf. Ja, super. Und jetzt? Vielleicht alles aktivieren? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ist das richtig? Anscheinend nicht, oder? Es geht ja schon wieder gut los. Okay, woher soll ich denn jetzt wissen, was ich hier machen soll? Das ist ein bisschen schwierig. Wir wissen ja, da drin waren ja nur so Fragmente, die jetzt auch nicht so wichtig waren. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht so entscheidend ist, da... Inge, bist du es? Nimm den Schluck von der Bulle. Dann lässt sich das alles leichter ertragen. Ja, das stimmt allerdings. Erstmal einen ordentlichen Schluck aus der Pulle. Hm. Was war das? Hallo? Das sieht schon geil aus da hinten mit dem Licht und Schatten so ein bisschen, ne? Das hat schon geilen Flair, muss ich ja mal sagen. So. Hallo Fleischer, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du auch wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. So. Und wie gesagt, schön, dass ihr alle wieder da seid. Es geht weiter mit The Evil Within. Wie gesagt, das Ganze landet auch auf YouTube. Folge 1 ist ja schon draußen, die wir gestern angefangen haben, hier zu spielen. Was ist das denn? Ah, das können wir bestimmt mit der Taschenlampe. Wie war das denn nochmal? Ja, erstmal weg mit der Pulle. Genau, die brauchen wir nicht. Ah, okay. Ob ich das jetzt mir einprägen kann? Kann sich das einer einprägen von euch? Ich weiß es nicht. Okay, oben. Da zwei rechts unten. Okay, mal gucken, ob ich mir das irgendwie einprägen kann. Ich glaube zwar nicht. Hm. Hör auf. Hallo Trollfine, willkommen zurück.
Und jetzt habe ich schon alles vergessen, was es war. Ich glaube, so war die erste Reihenfolge. Kann das sein? Ist es richtig? Ich hoffe mal, ja. Ja, willkommen zur Let's Play Live Show an alle neuen Zuschauer. Wie gesagt, schön, dass ihr alle wieder da seid. Es geht weiter mit dem, ja, Live Let's Play. So, da einer und dann da unten zwei. Da einer, dann zwei. Mal gucken, ob ich mir das einprägen kann. Da war einer und dann. Jawohl. Ja! So, Brieffragment gefunden. Ja, wunderbar. Wie ich es mir schon gedacht hatte, mehr ist da auch nicht drin. Stream hängt immer noch. Ah, das ist aber echt, ne? Lehrer, ich grüße dich. Hey Inge. Ja, die Inge, die Lehrer, ich grüße dich. Schön, dass du eingeschaltet hast. Willkommen zur Let's Play Live Show. Die Inge wirst du auch noch kennenlernen, glaub mir. Da fliegt sie mühsam mitgeschleppt und dann fliegt sie über die Brüst. 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 Brüstung. Ist das hell. Über die Brüstung. Kidman hat wohl anscheinend keinen großartigen Durst auf Wein gerade. Inge, bist du's? Ich war immer treu. Ich hab dich nie geliebt, Inge. Die schlimme Inge. Bei mir stockt es auch immer mal wieder leicht. Ah, das ist echt mies. Das tut mir leid. Wie gesagt, da kann ich leider nichts ändern. Das ist Twitch dann auch ein Problem von Twitch. Das tut mir echt leid. Das, wie gesagt, schade drum. Wie gesagt, ich lade die ganzen Parts hier hoch auf YouTube und voll. Hä? Wer war denn das? Und Folge 1 ist ja wie gesagt schon auf YouTube. Weitere Teile folgen da jeden Tag so gegen 19 Uhr werden die freigeschaltet. Folge 1 ist ja heute schon raus. Könnt euch da nochmal nachträglich ansehen. Quasi live Let's Play. Ich höre schon wieder was. Mach mal Modem für 10 Sekunden aus. Was war das denn? La 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 la. Wie sie läuft, ne? La 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 la. Hab ich schon mal. Andere Streams laufen flüssig. Ja, das ist echt mies. Es tut mir wirklich leid, aber ich weiß nicht, was ich ändern soll. Weil ich kann es ja leider nicht ändern. Ich habe echt eine Top-Quali, also von. Stamp-Patienten verhalten sich unberechenbarer. Ihre Pathologien scheinen durch die Erfahrung verstärkt worden zu sein. Schlimmer noch, die Patienten scheinen die psychischen Traumata der anderen zu durchleben. Es ist, als würden die größten Ängste der Nutzer im Enzephalon des Systems zurückbleiben. Sogar wenn die Sitzung schon vorbei ist. Am bedenklichsten sind ihre neuesten Aussagen. Jeder Patient behauptet, eine vermummte Person gesehen zu haben, die sich langsam nähert. Könnte er das sein? Lebt sein Bewusstsein als Geist im System? Meine Neugier ist kaum auszuhalten. Ich will es wissen. Ich will sehen, was Sie sehen. Aber es ist zu riskant. Im Moment. Okay. Na, Halleluja. Das sieht ja einladend aus hier. Oh mein Gott. Dann liegt es wirklich wieder an Twitch. Ja, leider. Es tut mir wirklich leid. Also, ich. Was ist das denn? Ich kann da leider nichts ändern. Remy, musst du spielen? Was? Da geht die Inge ab. Okay. Die Inge geht ab. Die Inge geht ab. Kurayami muss ich spielen. Okay. Will ich wissen, was da in der Tür ist? Hier liegt noch was. Kann ich das mitnehmen? Nein, kann ich nicht. Okay. So, dann schauen wir mal.
Jetzt habe ich Standbild. Ah, super. Toll. Oh, ein Server-Hub. Server-Raum. Schauen uns hier mal ein wenig um. Gestern ging es ohne Hänger. Ohne Einhänger. Und jetzt geht es gar nichts mehr. Ja, super. Das ist echt... Jetzt lädt der Stream gar nicht mehr. Na toll. Oh, das ist echt ärgerlich. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Das liegt echt an Twitch und auch an dem neuen Update wahrscheinlich. Weil ihr habt ja sicherlich wahrscheinlich auch schon festgestellt, dass unten, hier unten, die, genau hier unter der, unter dem Kamerasymbol, die Anzeigen der Zuschauer auch nicht mehr ganz stimmen. Viel Spaß. Danke dir. Lädt er bei euch auch nicht mehr. Wie gesagt, dass Twitch arke Probleme hat oder durch das Update irgendwie sehr, sehr viele Probleme auch mit dem Streamen gibt. Ich hoffe, dass es irgendwie jetzt demnächst mal irgendwie behoben wird, weil das ist echt ärgerlich. Jetzt geht's wieder. Ich hoffe, also es tut mir wirklich leid. Ich muss mich dafür auch entschuldigen, auch wenn ich eigentlich es nicht meine Schuld ist. Ja, ich möchte ja euch so gut es geht, ja, ein tolles Streamvergnügen bieten oder eine tolle Unterhaltung bieten. Was? Achtung, Fehler. Bitte warten Sie, bis die Erdenversorgung wiederhergestellt ist. Inge! Nein, Inge kommt! Inge! Geh weg, Inge! Geh weg, Inge! Geh weg, Inge! Inge, geh weg! Ja, natürlich! Inge, geh weg! Geh weg, Inge! Inge, ich hab dich nie geliebt! Geh weg, Inge! Inge! Wow! Ciao! Geh weg, Inge! Geh weg! Ja, ist doch gut! Was? Natürlich! Jetzt auch noch Strom hier, oder was? Nein! Geh weg! Geh weg, Inge! Wow! Wow! Wo ist die? Wo ist Inge? Ich habe Inge aus den Augen verloren. Ich habe Inge aus den Augen verloren. Wo ist die? Da hinten ist Inge irgendwo. Geh weg, Inge. Inge, geh weg. Inge, du bist so hässlich. Obwohl, schicke Beine hast du ja. Und rote, hochhackige Schuhe. Ja, jetzt ist der Fahrstuhl da, natürlich. Wo ich nach hinten gehe. Willst du mich verarschen? Ich muss zum Fahrstuhl. Ich muss zum Fahrstuhl. Ciao, Inge. Mach's gut. Wow. Wow. Tschüss, Inge. Mach's gut. Ihre Unterstützung sichert eine angenehme Arbeitsumgebung. Hast die Folge Life is Strange fertig, Digga? Nee, leider nicht, Underworld. Ich hab's noch nicht ganz geschafft. Wir spielen dann nächstes Mal dann direkt weiter. Kannst du nichts für, Flexi? Ja, aber ich entschuldige mich ja trotzdem, weil wie gesagt, ich möchte ja trotzdem euch ein angenehmes Streamvergnügen bieten. Und deswegen sage ich da auch immer gerne, es tut mir leid und alles. Aber das Let's Play ist es auf jeden Fall wert. Ja, das stimmt allerdings. Wie gesagt, wer sich das Ganze nochmal ansehen möchte, kann ja gerne auf YouTube bei mir an meinem Channel vorbeischauen. Da werde ich die Folge dann hochladen. Eine Folge ist ja schon oben. Weitere Folgen jeden Tag ab 19 Uhr. Haha, die Inge hat aber eine feminine Stimme, ja. Das ist aber echt lästig mit Twitch, das stimmt. Das stimmt allerdings. Das ist echt ärgerlich, dass da aber auch Twitch das nicht auf dem Schirm kriegt. Twitch und Sony. Hallo? Ich höre was.
Ich will es gar nicht wissen, was es ist. Was? Warte, ich komme? Das ist doch Josef gewesen. Da, Josef! Guck mal! Josef und Basti! Hey, wartet auf mich! Hey, da waren wir aber nie drin gewesen. Hä? Im Hauptspiel waren wir hier nie gar nicht gewesen. Auch in Deutsch. Waren wir nie gewesen. Da hinten stehen die beiden. Hey, wartet auf mich! Hey! Da waren wir nie gewesen im Hauptspiel. Was ist das denn für eine Verarsche? Hä? Mach Ustream. Nee, auf Ustream habe ich das Problem, dass ich einen Blackscreen habe. Deswegen bleibe ich auf Twitch. Sonst würde ich gerne nach Ustream wechseln, aber wie gesagt, bei Ustream habe ich das Problem, dass ihr nur Sound habt, aber kein Bild, sondern nur Schwarzbild seht. Deswegen. Hier läuft es gerade dreimal auf Holzkopf. YouTube will ja auch einen Streaming-Dienst starten. Ja, da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Hä? Hallo, Jungs. Hab ich auch schon von gehört, HSV-Fan. Das muss echt wirken. Detectives, ich bin hier, ich bin okay. Sebastian! Joseph! Mobius, du sollst also den Jungen holen. Und du traust ihnen? Belüg dich doch nicht. Du bist ebenso entbehrlich wie deine Partner. Und wie ich. Nach allem, was ich für sie getan habe. Mal sehen, wie loyal du bist, wenn du die Wahrheit kennst. Was? Ah, okay. Jetzt verstehe ich's. Bist du okay? Cool. Sehr geil. Sie lieber im Unklaren bleiben, weil das, was sie erfahren könnten, sie verstören wird. Kapitel 1 überlebt. Jawohl. Sehr, sehr geil. Ein anderer Anfang. Habe ich gerade die Trophäe bekommen. Cool, gefällt mir sehr gut. Jetzt haben wir quasi... Jetzt wissen wir auch, warum wir da... Ja, so einen kleinen Mindfucking hatten. Denn in Wirklichkeit waren wir da in diesem... Ja, in diesem Kasten ja eingesperrt, voller Wasser. So, bei mir läuft jetzt ohne Probleme. Der ist ja auch heiß. Nächstes Kapitel, natürlich. Ja, das hat keinen Zweck, so Stream zu gucken, sorry. Ja, das ist echt blöd. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid, Rolfine. Das ist echt, naja. Ach, das ist echt mies. Ich hoffe, dass das vielleicht, schaust du, vielleicht startest du vielleicht mal den Router neu oder vielleicht einfach mal neu starten, irgendwie aktualisieren. Weil ich kann es leider nicht ändern. Tut mir sehr, sehr leid. Ja. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt sind. Prost zusammen. Stößchen. Joseph! Joseph! Scheiße, wo ist der hin? Kapitel 2, wenn Wege sich kreuzen. Muss er eben allein zurechtkommen. Ich muss weiter. Leslie finden. Genau, ich muss Leslie finden. Einen neuen Spalt haben wir geöffnet. Er hat Spalt gesagt. Oh. Hi, Jungs. Wo gehen die hin, die beiden? Oder die drei von der Tankstelle? Okay. Ich bin gespannt, wie sich das noch ganz entwickelt hier und wie wir dann aufeinander nochmal treffen, weil es müsste ja eigentlich gar nicht mehr so viel kommen, bis wir wieder Joseph treffen. Joseph? Unseren alten Joseph. Und wann kriegen wir denn mal eine Waffe? Kriegen wir überhaupt eine Waffe? Alter, ist das dunkel. Alter Schwede, ist es dunkel. Ich werde mal die Taschenlampe anlassen. Ich hoffe, ihr seht was.
Sein Name war Ruben Victoriano. Aber jetzt existiert er als Ruvik im Enzephalon des Stem. Ruben war brillant. Er hat das System ganz allein erschaffen. Aber wir hatten unterschiedliche Ziele. Und was ist mit ihm passiert? Das Problem mit Ruben hat sich erledigt. Das passiert, wenn man den falschen Leuten traut. Okay. Er weiß, dass ich hier bin. Bei mir funktioniert's. Geh durch die Ritze. Durch die Ritze, durch die Ritze. Ene mine Mitze, Finger in der Ritze. Boah, sieht das cool aus. Also sie haben sich echt nochmal richtig Gedanken gemacht, die Entwickler. Ja, ist gut, Mann. Bin gespannt. Hallo? Oh nein, die Unsichtbaren. Und da ist eine Axt. Oh nein. Ah, man kann so... Ah, okay. War das Leslie? Hallo, halt doch die Taschenlampe da mal hin. Ciao. Schleichangriff, ja. Ich glaube, der hat uns gesehen. Oder? Ih, wie sieht der denn aus, ey? Hallo, ich will die Deckung verlassen. Hallo? Hallo? Uah! Geh weg! Uah! Uah! Ciao! La 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 la. Du siehst mich nicht, du siehst mich einfach nicht, du...